Was für Gegenstände wurden hier dann hergestellt? Die Bauhauswerkstatt hat sich hauptsächlich auf Gebrauchskeramik spezialisiert. Also vor allem sehr viele Dosen, sehr viele Kannen. Wie auch zum Beispiel die ziemlich legendäre Modulkanne. Die bestand aus verschiedenen Gießteilen, also die konnte man beliebig kombinieren. Und wie entsteht Keramik? Also zunächst wird der Ton aus der Erde geholt, dann wird er in der Maschine, die wir vorne gesehen haben, in der Tonaufbereitungsmaschine, gemischt, gefärbt, von Verschmutzung gesäubert und dann da wird das Wasser rausgezogen und dann kann der verarbeitet werden, wird dann entweder gedreht oder eben wenn das Wasser drinne bleibt, ist dann meistens Gießton, dann wird das gegossen, dann werden die Stücke getrocknet und kommen dann in den Ofen und werden gebrannt und gegebenenfalls dann auch noch mal glasiert. So, danke, dass wir hier dabei sein dürfen und uns das anschauen dürfen. Wo sind wir jetzt denn gerade hier? Also gerade kommen wir ja aus der Tonaufbereitung. Jetzt geht's weiter in die Werkstatträume. Wir haben hier viele Lagerungsmöglichkeiten. Und da geht es weiter in die Produktion quasi. Wir kommen in den nächsten Raum dahin, wo der große Muffelofen von 1938 steht, wo auch die ganzen Glasuren gelagert sind und wo früher natürlich der Kern der Arbeit war, nämlich das Drehen auf den Drehscheiben, wo wir ganze 6 Stück an einer Wand hatten. Das sind die ganzen Glasuren für die Keramiken und die sind eben in verschiedenen Gefäßen gelagert. Eine alte Drehscheibe aus der Bauhauszeit. Bis 1923 hatte man hier in Dornburg in der Werkstatt nur sandfarbenen Ton benutzt. Und das ist immer ganz spannend, wenn es darum geht, alte Gefäße zeitlich einzuordnen. Denn man weiß, okay, bis 23 sandfarbener Ton. Und wenn man dann eben ein Stück hat von Lindig zum Beispiel, was einen rotbraunen Ton hat, weiß man dann zumindest schon mal, dass es nach 23 gemacht wurde hier. Also hier wirklich ein ganz besonderes Stück, nämlich komplette Führung durch die Zeit, Epoche hier als Werkstatt.